Bluebyte hält uns weiterhin über die Entwicklung von Anno 1800 auf dem Laufenden. Jetzt gab es gerade den zweiten Stream mit neuem Gameplay und Infos, allerdings wieder nur auf Englisch. Wir fassen deshalb die wichtigsten Aussagen nochmal kurz zusammen. Dieses Mal sehen wir auch endlich das User-Interface, allerdings weder in der finalen noch in der aktuellsten Fassung, da im Stream die letzte stabile Version gezeigt wurde. Einige Schlüsselelemente sind aber bereits zu sehen, dazu später mehr. Zu Beginn des Streams wurden einige Fragen geklärt, die bereits häufiger aufkamen oder gerade im Chat gestellt wurden. Ein Thema war die an die Kamera gekoppelte Sonne. Wenn man in Anno 1800 die Kamera dreht, dreht sich die Sonne mit, wodurch sich auch die Schatten auf der Insel bewegen. Das sind wir bereits von früheren Anno-Spielen gewöhnt und hat mit der Sichtbarkeit auf der Insel zu tun. Würde man eine realistische Sonnenbewegung nachahmen, läge in bestimmten Kamerawinkeln die ganze Insel im Schatten. Dadurch würden viele Details buchstäblich im Schatten verschwinden und dem Spieler ginge einiges an Spielerfahrung verloren. Auch unterstützt diese Art der Kameraführung das gute Laune-Anno-Gefühl. Im Spiel wird man die Sonne aber auch von der Kamera entkoppeln können. Ins Detail gegangen sind Community-Developer Bastian Thun und Brandmanager Marcel Hartham bei den Gebäuden der zweiten Evolutionsstufe. Der Fokus bei der Darstellung der Arbeiterklasse lag weniger auf Realismus als auf dem typischen Anno-Feeling. Auch hier spielt die Sichtbarkeit eine große Rolle. Man soll gleich erkennen, um welche Klasse es sich bei den Häusern handelt. Außerdem bestätigten die Entwickler, dass man frühzeitig vor einem Streik der Arbeiterklasse gewarnt wird. Es wird sowohl visuelle als auch auditive Hinweise auf bevorstehende Schwierigkeiten geben. Der Schwerpunkt des Streams lag eindeutig auf den Handelsrouten. Hier sehen wir etwas abseits der Hauptinsel eine Versorgungsinsel, auf der Hopfen angebaut wird. Den braucht man, sobald man die zweite Evolutionsstufe erreicht hat. Um die Insel zu versorgen, wurde eine Handelsroute eingerichtet, die Wurst von der Hauptinsel auf die Versorgungsinsel bringt. Man kann allerdings auch deutlich komplexere Routen anlegen, wie hier dargestellt. Auf dieser Route wird Weizen von einer Versorgungsinsel zur nächsten gebracht. Auf der zweiten Versorgungsinsel nehmen die Schiffe Kartoffeln auf, die sie mit der dritten Fraktion, auf die wir gleich noch genauer zu sprechen kommen, gegen Kohlen tauschen. Dann fährt das Schiff weiter zur Hauptinsel, legt dort nochmal Weizen sowie die Kohlen ab und nimmt Stoffe auf. Diese bringt das Schiff dann zurück zur ersten Versorgungsinsel. Es sollen auch noch komplexere Routen möglich sein. Die Routen können jederzeit angepasst und Schiffe hinzugefügt oder abgezogen werden. Am unteren Bildschirmrand sieht man bereits die UI-Merkmale, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Hier kann man jederzeit die einzelnen Schiffe anklicken und verfolgen. Ist das Schiff in der Maske grau hinterlegt, dann ruht es derzeit. Grün bedeutet, dass es auf einer Handelsroute unterwegs ist. Während Waren transportiert werden, stehen sie dem Volk nicht zur Verfügung. Anders als beim letzten Ableger der Reihe Anno 22.5 sind die Güter wieder physisch, können vom Volk also erst verwendet werden, wenn sie tatsächlich da sind. Das gilt auch für Güter, die auf der Insel selbst transportiert werden. Game Designer Christian Schneider stellt außerdem die dritte Fraktion vor. In Anno 1800 wird es wieder die typische zweite Fraktion geben, den KI-gesteuerten Gegner, sowie die dritte Fraktion, den KI-gesteuerten Handelspartner. Da die Inseln der dritten Fraktion nicht vom Spieler selbst bespielt werden, haben die Entwickler großen kreativen Freiraum. Es gibt einige unterschiedliche Drittfraktionscharaktere, von denen wir schon bald mehr hören sollen. Jeder von ihnen hat spezielle Eigenschaften und handelt mit unterschiedlichen Gütern. Die einzigartigen Inseln sollen auch ein bisschen von diesen Charakteren erzählen und ihre speziellen Rollen im Spiel visualisieren. Auf ein Datum für den nächsten Stream konnten die Entwickler leider nicht hinweisen. Wer das Projekt aber weiter verfolgen möchte, kann sich vom Blog von Anno Union auf Deutsch oder Englisch weiter auf dem Laufenden halten. Alle wichtigen Neuigkeiten findet ihr selbstverständlich auch immer auf GameStar.de.